Na, ich renne im Kreis, ich renne im Kreis, ich renne im Kreis. Kann ich auch mit Instrumenten spielen oder sind die hier nur Deko? Vielleicht noch später, im späteren Verlauf des Spiels. Wer weiß, wer weiß. Ja, jetzt geht da. Ja, jetzt ist der Unterricht vorbei. Schön. Nein, ich werde dir nicht helfen. Mach den verdammten Job gefälligst alleine. So. So, der Köder. What's this gourd kid got that I ain't got? Nothing. You think it's funny, don't you? You think I'm a joke? Well, my little friend, I'm the king around here. Me! I know. You're the king. But my queen is a slut, and now everybody's laughing at me. Well, not anymore. I'm not laughing. Good. Good, kid. You and me, we're gonna teach young Gord to keep his dirty paws off my woman. My queen. Get him to the abandoned building in New Coventry behind Union Hall. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Okay. Gott finden. Gut. Das sind schöne Grafikbugs, wie ich es von ATI gewohnt bin. Wie aus Skyrim. Ist ja auch alles immer wunderschön. Perfekt. Also die Grafikfehler meine ich. Ach komm. Das dauert mir zu lange. Yay! Oh, Jimmy. Jimmy. Haha. Wo ist er denn? Oh Gott. Oh Gott. Also hier ist irgendwas abgeschlossenes. Oh, egal. Fährt der hier etwa irgendwo herum? Ups. So. Jetzt. Aua! Was soll das? Also, ich befürchte, ich bin schneller als du. Aua! So. Na, Gordy? Oh, super, wunderschön. Oh, geil. Okay. Ups. Ich will hier wieder drauf. Oh, diese Grafikfehler sind ja göttlich. Aber... pinkes Fahrrad, super! Ja, geil, wollte ich schon immer mal haben. Wo sind die denn alle? Da ist noch einer. Oh, diese Grafikbugs. Ich habe eigentlich nichts gemacht, außer RT gedrückt und rumgefahren, aber... ja. Gut, ein bisschen... Alter, das ist doch nicht mehr feierlich. Aber pinke Fahrräder, Hauptsache das. Ja, super. Ugh. Da sind die Quests. Graffiti, schlechte Gegenglas, Haushaltungsjunge, ein bisschen Hilfe 4. Graffiti. Gehen wir einfach der Reihe nach.
Beziehungsweise, wo ist das denn? Das ist in der Schule. Dann mache ich das morgen nach der Schule. Dann mache ich die schlechte Gegend. Das ist auch in der Schule. Sonst sind die alle Aufgaben in der Schule. Ja, habe ich heute keine Wahl. Erzählen. Da ist die Bushaltestelle. Dann zurück zur Schule. Halt. Wenn das alles da ist, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Oder so. Später was. Es ist 20 vor 6. Eine Quest kann ich durchaus noch machen. Das müsste kein Problem werden. So. Ups. Oh, sorry. Okay, dass ich die Schuluniform nicht trage, ist dem scheißegal. Wo in der... Ach, im Gebäude. Ups. So, dann gehen wir mal ins Gebäude rein. Oh, es ist gleich direkt um die Ecke. Im Englischraum. Okay. Starten wir mal Glashaus. Ach, der schon wieder. Ah, Hopkins. Very well, young squire. Huh? How are you, young man? Can I offer you a highball? Yeah, sure. Actually, maybe you're a little young. Better keep this out of harm's way. Are you gonna be all right, sir? It's that pompous ass Patrick. He's bad-mouthing me all around the staff room. Why? He keeps calling me a drunk. Says that I am irresponsible. Nein. He's trying to get me fired. He's trying to turn Miss Phillips against me. Well, sir, when people say bad things about what I do, I like to prove them wrong. Really? How? By showing a nobler side of yourself? Rising above it? No, not exactly. I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with, and then really give them something to complain about. Ah, the treacherous Machiavel! I love it! Good. Me too. Okay. Geh jetzt zum Schulparkplatz. Ups. Okay. Wo ist denn der Schulparkplatz? Was soll denn sein? Uch, sorry. Ach, hier vorne. Folge Mr. Hedwigs Auto zu ihm nach Hause. Versuchen wir es mal ganz unauffällig. Ich habe hier meinen Tarnanzug ja an. Auch wenn er wahrscheinlich nichts bringt. Also, dass es hier nicht einprogrammiert ist. Vor allem mitten in der Stadt. Ernsthaft. Ups. Der bremst ja tatsächlich. Was soll das? Die anderen rasen da auch einfach drüber. Ui, der gibt jetzt aber ganz schön Gummi. Yay. Da wurde auf einmal Gas gegeben, meine Güte. Da gehen wir halt pennen. So. Ist ja schon kurz nach 7:30. Da wird es ja auch schon langsam Zeit für ein 15?
14-Jährigen ins Bett zu gehen. Ist ihm auch gar nicht peinlich oder so, um diese Uhrzeit schon ins Bett zu gehen. So. Ja, im Unterhemd zur Schule gehen. Super. Och, der kann ja das Totenkopf-Nachthemd tragen. Muss er nicht in seinen Schulklamotten schlafen. Ist doch auch was Nettes.